Die Zucchinis werden erst der Länge nach in Scheiben geschnitten, auf ein Backblech gelegt, mit Olivenöl, Salz und Pfeffer gewürzt. Diese verschwinden nun im Backofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze für gute 20 Minuten. Inzwischen können wir uns um die Füllung kümmern. Hierfür nehmen wir die Zucchini-Enden, die wir ganz klein hacken, aber ich habe hier auch noch kleine Streifen, die sich fürs Aufrollen nicht geeignet haben. Auch den Kochschinken benötigen wir für die Füllung. Diesen werden wir einfach nur halbieren. Zu dem Zucchini-Gehackten gibst du nun 250 Gramm Ricotta, drückst zwei Knobis rein und würzt mit Salz, Pfeffer und Kräutern der Provence ab. Dies alles jetzt einmal ganz wild durchrühren, bevor wir uns dann um die Auflaufform kümmern. So, die kommt erstmal weg. Die Auflaufform kommt wieder in den Vordergrund. Und hier fügen wir dann passierte Tomaten rein. Diese würzen wir dann noch mit etwas Salz und geriebenen Parmesan ab. Zeit für unsere Zucchinis, sie aus dem Ofen zu holen und diese auf ein Küchenkrepp ein bisschen abtropfen zu lassen. So, und jetzt wird gerollt. Hierfür nimmst du dir eine Zucchinischeibe, belegst diese mit Kochschinken, gibst einen Klecks von der Ricotta-Creme drauf und rollst sie auf. Anschließend stellst du sie in die Auflaufform zu dem Tomatensud. Stehen nun alle Röllchen in der Auflaufform, werden diese nochmal mit Parmesankäse bestreut und dieses nochmal überbacken für rund 25 bis 30 Minuten bei 170 Grad. Anschließend kann gegessen werden.